Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed Valhalla. So, jetzt würde ich sagen, wir machen mit der Hauptstory weiter, wie auch versprochen. Ich habe in der Zwischenzeit das letzte Hirschgeweih noch gesammelt, was uns noch gefehlt hatte. Wir schauen einmal in die Tasche. Genau, da seht ihr, Hirschgeweih ist am Start. Somit müssten wir jetzt hier eigentlich alles haben. Jagdpfeile, hä? Kann ich da durchschalten oder was? Vielleicht die Bögen sind perfekt ausbalanciert. Okay, wir schauen mal. Hilf mir. Sei meine Augen. Aber wie kann ich denn da durchschalten? Man muss die im Inventar nehmen. Okay, keine Ahnung. Werden wir noch rausfinden. Ich könnte was machen. Die brauchen wir 300. Die warten wir noch ein bisschen. Dann könnten wir die Mahlzeiten, was wir mitnehmen können, erhöhen. So, einmal das Bildmarkgerät, Leute. Und genau. Gut, ich würde sagen, wir porten dann aber auch. Einmal Schnellreise, bitte. Heftig, wie schnell es geht, das von den Ladezeiten. Wir speichern einmal ab. So, bei wem hatten wir die Quest mit den Hirschgeweihen? Mal schauen. Breite deine Flügel aus. Bei wem war das nochmal? Ich weiß es gar nicht mehr. War das nämlich sie hier vorne? Willkommen. Ah, du warst nicht. Gibt es keinen, der es mit mir aufnehmen will? Die will bloß wieder saufen, die Alte. Wer möchte eine Geschichte hören? Wer hätte Freude an einer Göttergeschichte? Hier kann unsere Waffen upgraden. Sie hier war's, oder? Hey! Kannst du mir ein paar gute Jagdgründe nennen? Das könnte ich. Aber ich will nicht, dass jeder dort rumtrampelt und das Wild verscheucht. Bring mir 3 Hirschgeweihe, um dein Können zu beweisen. Habe ich doch schon. Und vielleicht erzähle ich dir eine Geschichte. Eine schöne Herausforderung. Wir sehen uns bald wieder. Hallo? Ich hab 3 Hirschgeweih. Okay. Reicht das?
Ja. Okay. Suche in den Bergen zwischen Thornberg und Stavanger. Ich habe Geschichten von einem riesigen Hirsch gehört, der dort sein Revier hat. Den haben wir schon. Hallo. Den habe ich auch schon. Wenn sie den meint. Okay, müssen wir warten vielleicht. Okay. Der Clan freut sich, Eivor wiederzusehen. Sie sollten jetzt fertig sein. Der König hat seinen besten Met verlangt, also sind die Gespräche vorbei. Du solltest jetzt eintreten können. Okay. Ich bin bereit, mich dem Gewitter zu stellen. Auf zum König. Ausgezeichnet, König Styrbjörn. Ich überbringe diesen Vorschlag meinem Neffen. Sicher wird er die Weisheit darin erkennen. Gut. Mehr kann ich nicht hoffen. Mögen die... Mögen die Winde dir gewogen sein, Gudorm. Eivor, tritt vor. Erkläre mir in einfachen Worten, warum du vorsätzlich meine Befehle missachtet hast. Verspottest du mich? Ich verspotte dich nicht, König. Ich möchte dich stärken. Im Angesicht deiner Feinde und deines mangelnden Urteilsvermögens. Du weißt nichts von meinem Urteilsvermögen. Du weißt nichts von meinen Plänen und Taktiken. Sigurd würde mir zustimmen. Das würde mein Sohn vielleicht tun. Doch würde er gehorchen. Er kennt seinen Platz. Nicht so gut, wie er seinen Vater kennt. Stelle dir vor, du wirst von einem Feind bedrängt, dessen Krieger deutlich zahlreicher sind als deine eigenen. Welchen Nutzen hätte ein offener Krieg? Wäre es nicht besser, im Stillen zu arbeiten und durch Verhandlungen Bündnisse zu schließen? Den Tag abzuwarten, an dem unsere Zahl die unserer Feinde übertrifft und uns der Sieg sicher ist? Gibt es nennenswerte Verbündete? Oder ist das nur ein Vorwand, um nichts zu tun? Dein Selbstvertrauen macht dich für so vieles Offensichtliche blind, Eivor. Tag und Nacht schmiede ich Bande zu den Clans im Norden. Schon bald wirst du die Früchte meiner Bemühungen sehen. Und dann wirst du es verstehen. War das alles? Ich verzweifle an dir, Eivor. Als ich dich wie mein eigenes Kind aufnahm, hätte ich nie solch eine Respektlosigkeit von einer Tochter Varins erwartet. Dein Vater war ein guter Mann, gerecht und mir ergeben. Er starb tapfer, damit wir leben können. Er starb als Feigling, Herr. Diesem Schicksal will ich nicht nacheifern. Warum trägst du diese nutzlose Last mit dir rum? Lass los! Denk nur an das, was vor dir liegt, an deine Zukunft und die kommenden Siege. Meine Ehre wurde befleckt. Bis sie wieder rein ist, will ich nichts anderes. Ich werde diese alte Wunde nicht wieder aufbrechen. Doch wenn es irgendwas gibt, das diesen Schatten aus deinen Gedanken vertreiben kann. Sigurd ist zurück. Unten am Hafen. Sein Schiff ist hier. Quest Familienangelegenheit abgeschlossen. Gibt dich zur Anlegestelle. Mit Bahn können Aussichtsgeschichten verbessert werden. Ja, das weiß ich.
Seid vorsichtig damit! Elver! Sigurd! Oh, sieh dich an, in Blut getränkt, Dränger. Hast du ohne mich Krieg geführt? Oh, und du, salzgegerbter Wikinger. Ich rieche den Gestank von Dutzend Königreichen in deinem Bart. Das ist erst der Anfang. Randvi, geliebtes Weib, dein Gatte ist zurück. Mit Geschenken und Reichtümern. Und mit neuen Freunden. Ja, Basim und Heitern. In Miklagard zeigten sie mir viele Geheimnisse. Wir sind Sigurd für diese Einladung sehr dankbar und wollen eurem König Tribut zahlen. Mein Bruder wählt seine Begleiter stets mit größter Sorgfalt aus. Wenn ihr unbeschadet neben ihm steht, muss er euch mögen. Eivor, spar dir die Höflichkeiten, bis unsere Bäuche voll sind. Ich gehe zu Vater und berichte ihm alles. Die zwei kommen nicht ganz koscher vor. Heute trafen wir ein Schiff, das nach Süden fuhr. Sie sagten uns, Eivor Wolfsmal wäre von Kjötvis Leuten gefangen worden. Sie haben dir den besten Teil verschwiegen. Ich tötete meine Entführer und holte mir meine Leute zurück. Und dafür schalt mich dein Vater. Du weißt, wo ich stehe, Bruder. Nichts weniger als Krieg wird Kjötvi aus unseren Landen vertreiben. Er sieht das anders. Ich weiß, ich weiß. Vater denkt zu viel und handelt zu wenig. Das ändert sich heute. Versprochen. Bis zum Ende des Winters wird der Name Kjötvis des Grausamen nur noch ein Fluch auf den Lippen Betrunkener sein. Ja, Kjötvis Feste waren wir ja schon. Mein Sohn, willkommen zu Hause. Ach, Vater. Heute Abend feiern wir deine Rückkehr mit einem Festmahl, Sigurd. Die Tische sind gedeckt mit Gerste und Lamm, Brot und Met. Und sonst nichts, ich bitte dich. Ich will nichts, was du nicht auch einem Trell vorsetzen würdest. Lass es mich sein, der dich ehrt. Ich bringe Gaben und Geschichten aus fernen Ländern. Nach zwei Wintern auf See habe ich beides im Überfluss. Wohlan, wohlan. Komm herein. Und wenn wir fett und zufrieden sind, Vater, sprechen wir über Kjötvi und seinen Clan. Und wie wir diesen Schrecken endgültig loswerden können. Er hetzt uns schon zu lange. Er beschämt uns schon zu viele Jahre. Ich weiß das. Eivor weiß das. Das muss enden. Ja, natürlich. Wenn die Zeit reif ist. Wir glitten die Wolga hinab durch Gardariki, raubten, wo wir konnten und wichen den Speeren schattenhafter Stämme aus. In Miklagard sahen wir Männer behangen mit Reichtümern, so leuchtend wie Bifröst selbst. Die nahmen wir für unsere Mühen mit, versteht sich. Wir segelten nach Rom, dann Afrika, vorbei an Meeren aus Sand, Kriegern aller Farben und so viel Schönheit, ihr würdet weinen bei ihrem Anblick. Und nun bin ich zurück, mit Rom und Reichtümern, um sie mit meiner Familie, meinen Freunden, meinen eisharten Drängier zu teilen. Nehmt also von meinem Hort, was ihr wünscht. Denn dies ist nur ein Vorgeschmack auf das, was noch kommt. Morgen beginnt der Rabenclan von vorn. Skål, Sigurd! Skål! Und du, Eivor, komm! Ich habe etwas Besonderes für dich. Sprich mit Sigurd, es gibt noch andere, mit denen du sprechen solltest, okay? Sprechen wir mit dem hier gleich mal. Heitam, richtig? Ja, und du bist Eivor? Genau. Ich hoffe, der ganze Trubel ist dir nicht zu viel. Wir reden meist genauso viel, wie wir trinken. Keineswegs. Der Qualm aus der Feuergrube brennt in den Augen. Aber die Wärme ist angenehm. Natürlich. Wo du lebst, soll es ja auch recht warm sein. Wo ich lebe, ändert sich von Woche zu Woche. Doch ich bin stets an der Seite meines Mentors, Basim. Dein Lehrmeister? Zu welchem Zweck? Für einen noblen Zweck. Einen, der so wahrhaftig ist wie die Welt alt. Doch belassen wir es vorerst dabei. Ich verstehe. Nur falls du vorhast, dich den Rest der Nacht in Schweigen zu hüllen, dann halte dich von Teglas Met fern. Ah, danke für die Warnung. Das wird kein Problem sein. Okay.
Randvi. Eivor, hast du Valka einen Besuch abgestattet? Habe ich. Und? Es ist nichts, worüber ich sprechen könnte. Oder wollte. Ich verstehe. Dein Bett wird warm sein, nun da dein Mann zurück ist. Das muss ein schönes Gefühl sein. Ein anderes Gefühl. Wärmer, aber mit weniger Platz, um mich auszustrecken. Freust du dich nicht über die Rückkehr deines Mannes? Natürlich. Doch es ist so lange her, er kommt mir vor wie ein Fremder. 3 Winter sind wir verheiratet und 2 davon war er fort. Kannst du das Feuer, das einst brannte, nicht neu entfachen? Wenn er ins Bett kriecht, um mich zu wärmen, wie du sagst, dann tut er das mit Fürzen und Metatem. Ah, hätten nur alle so viel Glück. Sigurd hat den Ruf dieses Clans in ungeahnte Höhen getrieben, Herr. Wir hätten uns keine glücklichere Heimkehr wünschen können. Oh doch, das hätten wir. Wäre Sigurd die letzten beiden Winter hier in Fornberg gewesen und hätte unsere Lande verteidigt, wären wir Kjötvi vielleicht schon los. Du sagtest immer, wir brauchen mehr Krieger, um gegen Kjötvi zu kämpfen. Dafür brauchen wir Reichtum. Und den hat Sigurd uns nun gebracht. Mit dem Reichtum, den er bringt, kann man kein Heer kaufen. Er zögert unser Ende nur hinaus. Du sprichst wie ein Mann, der schon mit einem Fuß in Helheim steht. Hast du denn keinen Plan, wie wir dieses Land von unserem Feind befreien? Oder obliegt das Sigurd und mir? Einen Plan habe ich. Doch es obliegt Sigurd und dir, ihn anzunehmen. Und ich brauche dein Wort, dass du das tun wirst. Wenn du es so befiehlst, mein König, dann ist es so. Meine Axt gehört dir. Bis zum Ende. Wir werden sehen. Vielleicht kann ich deswegen die Sperrgebiete noch nicht komplett befreien. Okay, hier ist noch jemand zum Reden. Das ist der andere, der mit Sigurd mitgekommen ist. Du bist Basim? Du hast ein gutes Gedächtnis. Und du keinen Met. Darf ich das beheben? Sigurd sprach oft von dir. Er nannte dich seinen rechten Arm, eine gefeierte Kriegerin. Es ist mir eine Ehre, dich kennenzulernen. Gleichfalls, Basim. Und wie hast du meinen Bruder kennengelernt? Er kam vor einigen Monaten nach Konstantinopolis, um Vorräte zu laden, sagte er. Doch ich wusste es besser. Männer mit einem solchen Glanz in den Augen haben meist große Pläne. Ich glaube, er wollte die Aia Sophia plündern. Das klingt nach ihm. Ich werde dich nicht mit den Details unseres Treffens langweilen, doch ich mochte deinen Bruder von Anfang an. Ich sah etwas in ihm, das mich gleich in den Bann zog. Als wäre die vergessene Erinnerung an eine alte Freundschaft hervorgetreten. Ja, er hat diese Wirkung auf Menschen. Genieße deinen Abend, Basim. Daran, mit denen du sprechen sollst. Das haben wir ja gemacht. Wir haben jetzt eigentlich mit jedem hier gesprochen, oder? Wird passen. Dann gehen wir mal zu Sigurd. Ich suchte lange ein Geschenk, das deiner würdig ist. Du hast meine Neugier entfacht, Bruder. Was ist es? Noch nicht. Erst trinken. Auf meine erste Nacht in Fornberg nach über 2 Wintern möge ich am Ende Met trunken und mit glasigen Augen die Schatten von Trollen anschreien. Und du willst, dass ich diese Honigwellen mit dir befahre? Ja, du wirst mich nicht los. Und jetzt trink. Trink. Brust. Du würdest selbst Thor beschämen. Ob trinken oder atmen, du machst aus allem einen Wettkampf, Bruder. Ich muss immer gewappnet sein. Wohl wahr. Schön, dass du wieder da bist, Sigurd. Ja, ich habe das hier schrecklich vermisst. Als ich Basim das erste Mal traf, unterhielt ich ihn mit Geschichten aus unserer Heimat. Und dabei verspürte ich plötzlich ein heftiges Heimweh. Kommt. Nun zu deinem Geschenk. Diese Männer waren in einem Großteil ihrer Heimat, des Abbasidenreichs. Ihr Clan ist nicht durch Blut, sondern einen gemeinsamen Gedanken verbunden.
Eine Schattenbruderschaft, die für ihre eigene Gerechtigkeit sorgt. In unserer gemeinsamen Zeit teilten sie viele ihrer bestgehütetsten Geheimnisse mit mir. Dafür bin ich dankbar. Und nun überreiche ich dir eines dieser Geheimnisse. Eine Waffe für die beste Kriegerin, die ich kenne. Oh, eine Klinge, versteckte Klinge. Beste Handwerkskunst. Welcher Schmied kann eine solche Waffe anfertigen? Weniger eine Waffe, denn ein Werkzeug. Eines, das wir seit Jahrhunderten gegen das Unrecht einsetzen. Mentor, ich muss protestieren. Das ist gegen die Tradition. Diese Klinge ist ein heiliges Werkzeug. Schreibe kaltem Metall nicht mehr zu, als ihm zusteht. Was zählt, ist der Geist, der sie führt. Bitte, leg sie an. Die Klinge sollte an der Unterseite deines Arms anliegen, um sie zu verbergen. Ich habe nicht vor, sie zu verbergen. Und ich würde ungern euer Missgeschick wiederholen. Gefällt mir. Das war kein Missgeschick, sondern ein freiwilliges Opfer, um unsere Verbundenheit zum... Ein guter Anfang, Eivor. Aber du musst lernen, sie effektiv einzusetzen. Draußen. Das müssen nicht alle mit ansehen. Geh voraus. Versteckte Klinge. Euer Clan. Hat er einen Namen? Für wahr. Doch unser Credo verlangt, dass wir schwören, Außenstehenden nicht zu viel zu verraten. Vielleicht erfährst du bald mehr. Doch nicht hier, wo die Wände und Bäume Ohren haben könnten. Ich freue mich drauf. Übe mit der versteckten Klinge. Ich zeige dir ein paar unserer grundlegendsten Techniken. Wird sie geschickt und sorgsam geführt, tötet unsere Klinge mit einem Streich. Nähere dich deinem Ziel und finde den richtigen Moment. Das ist entscheidend. Solange du unentdeckt bist. Schön gemacht. Okay. Noch nie sah ich eine so scharfe Klinge. Manche Ziele sind schwieriger als andere. Bedenke das, bevor du zuschlägst. Ein guter Versuch. Okay. Ja, ist klar. Bosse oder so. Greif dieses von der Kante aus an. Ja, ganz genau so. Okay. Wie wär's mit einer Herausforderung? Spring von oben auf das Ziel. Du kannst versuchen, ein Attentat auf ein Ziel unter dir auszuführen. Nutze, wenn möglich, deine Umgebung. Greif zum Beispiel aus diesem Heuhaufen an. Okay, das ist wie in die anderen Teile auch. Mentor, hat Eivor vor, sich uns anzuschließen? Nicht, dass ich wüsste. Warum erhält sie dann die Klinge? Sicher gibt es andere... Heitam, schweig. Du fühlst die Klinge gut. Lassen wir Eivor mit ihrem Geschenk allein. Komm. Eivor, gehen wir zum Hafen und genießen die Nachtluft. Okay. Was hältst du von meinen neuen Freunden? Sie scheinen gleichermaßen großzügig wie bedrohlich zu sein. Ich weiß, was du meinst. Und gebildet sind sie auch. Sie nutzen Zahlen und Schriftzeichen, als wären sie Seder. Basim hat mir so viel über die Welt beigebracht. All das werde ich mit dir teilen, wenn die Zeit reif ist. Oh, wie habe ich diesen Geruch vermisst. Bleibst du jetzt hier
Oder willst du dich dieser Schattenbruderschaft anschließen? Später, Eivor. Heute sind wir als Familie vereint. Das Hier und Jetzt ist es, was zählt. Die Familie, der Clan und der Ruhm. Ich habe dich vermisst, Bruder. Deinen klaren Kopf, deinen Mut. In den letzten Monaten mangelte es uns an beidem. Ach, du schmeichelst mir, Wolfsmal. Mach weiter so. Von hier bis Valhall werde ich immer an deiner Seite sein, Sigurd. Immer. Dieser Fjord ist zu klein für mich geworden. Oder ich zu groß. Jenseits dieser steinernen Fangzähne, die uns umgeben, gibt es noch so viel mehr. Englerland, Irland, das Frankenreich, alles grün und fruchtbar und reif zum Pflücken. Morgen führen wir Krieg gegen Kjötvi und holen uns das Land zurück, das er uns nahm. Und dann errichten wir dort ein Königreich. Nur für uns. Ich bin bei dir. Gib nur den Befehl. Gut. Ruh dich aus und komme im Morgengrauen hierher zurück. Die Rückkehr des Prinzen abgeschlossen. Die Nornir haben gesprochen. Du wirst Sigurd verraten. Du irrst dich! Das kann nicht stimmen! Odin kämpfte gegen sein Schicksal. Es ist möglich! Du wirst Sigurd verraten. Scheiße. Kjötvis Krieger. Allein. Ich muss die anderen finden. Sünen, leite mich. Kein gutes Gefühl. Nur wir drei? Wir sollten zurück nach Netherfall und Bericht erstatten, solange wir können. Wir können Kjötvi von den Langschiffen berichten oder ihn den Kopf von Sigurd Styrbjörnsson. Sigurd muss davon erfahren.
Mit jedem Tag, den wir warten, wird Kjötvi stärker. Ich spreche. Wir haben nicht die Leute, um Kjötvis Feste zu stürmen. Die Verluste wären zu groß. Die Verluste sind jetzt schon zu groß, Vater. Bis diese Schlange tot ist, wird sie uns vergiften. Tag um Tag, Tropfen um Tropfen. Das Mikrofon aus. Sorry. Verschmutzt. Götter, Eivor, was ist geschehen? Späher in unserem Lager. Drei Männer von Kjötvi geschickt, uns im Schlaf zu töten. Ich vergalt es ihnen. Da hörst du es. Das hast du vom Warten. Wir müssen auf diese Schmach antworten. Sie kamen aus Netafall, dem Walfängerdorf in Kjötvis Einflussbereich. Doch schlagen wir zu. Wir brennen es nieder, bevor Kjötvi vom Tod seiner Späher erfährt. Er könnte mehr geschickt haben. Ich suche das Dorf ab, während du die Mannschaft sammelst. Nicht nötig. Heitam wird das Gebiet absuchen. Verlasst euch auf ihn, während wir unterwegs sind. Wir? Willst du dich anschließen? Ich bin nicht wie ihr für Valhall vorgesehen. Aber dies wird nicht meine erste Schlacht sein. Das gefällt mir nicht. Aber ich halte euch nicht auf. Führe meinen Sohn nicht in denselben Sturm, der dir folgt. Okay. Au, oh, das ist hier hinten. Mal los. Wir können Segel setzen! Krieger, Renngier! Als ich fort war, fernab dieser frostigen Küste, hallo. Und ich fragte, ob ich die Heimat je wiedersehen würde, spürte ich Angst. Angst, nicht rechtzeitig zurückzukehren, um Kjötvis Ende zu erleben. Angst, ihn nicht wie ein abgestochenes Schwein. Ich muss sehen, was du siehst. Wo waren wir? Rechtzeitig zurückzukehren, um Kjötvis Ende zu erleben. Hier können wir nicht segeln. Hey, was ist denn hier los? Schnee ausbluten zu sehen. Doch hier bin ich. Rechtzeitig, um mit jenen, die ich liebe und vermisst habe, in den Kampf zu ziehen. Heute entreißen wir Kjötvi Netafall. Maja, was ist hier los? Heute Abend schlägt sein Herz wild vor Sorge. Morgen zerplatzt es vor Furcht. Er wird die Götter um Schutz anflehen, doch sie werden ihn nicht erhören. Und schon bald wird der Rabenclan sich an den Toten laben. Du kennst okay. Diese Inseln am besten, Wolfsmal. Führe uns zum Sieg. Ich weise den Weg, aber führen musst du uns. Oh, Eivor, wie habe ich dich an meiner Seite vermisst. Wie sehr ich wünschte, du wärst mit mir gereist. Styrbjörn wollte dem Schicksal nicht unser beider Leben anvertrauen. Er war grundlos besorgt. Zusammen sind wir unaufhaltbar. Okay, dann schauen wir mal. Also ich schon nach vorne, oder?
Ja, da gibt's auch was zu looten. Ich muss mich in Acht nehmen. Achso, hier will man anlegen, oder? Verbrenne Vorratswagen. Okay. Schau mal, ob hier noch was ist. Okay, da oben ist auch noch eine. Ach du Scheiße! Suche Sigurd auf. Gucken, wenn wir irgendwo noch ein paar Bären hätten oder so. Okay. Grüße, Rabenclan. Ihr fahrt eine blutige Ernte ein. Wer bist du, Fremder? Wie nennt man dich? Ich kenne sein Gesicht. Er hat vor kurzem Styrbjörn getroffen. So ist es. Ich bin Gudorm, der Onkel von König Harald des Nordens. Ich spreche für meinen Neffen, wenn nötig. Dies sind nicht König Haralds Lande. Warum schickt der Krieger so weit nach Süden? Die Frage kann er dir selbst beantworten. Herr... Danke, Onkel. Oh. Du bist Sigurd vom Rabenclan, richtig? Der Sohn des Waisenkönigs Styrbjörn. Der bin ich. Du stehst auf seinem Land, König Harald. Land, welches wir mit Blut und Stahl zurückholten. Dies sehe ich und achte ich. Denn ich bin nicht hier, um Krieg gegen euch zu führen, sondern für euch. Auf Bitte deines Vaters. Dieser schlaue Fuchs. War das der Plan, von dem er sprach? Ich biete meine Unterstützung an. Mit meinen Kriegern kann der Rabenclan Kjötvis Feste einnehmen und diesen Zwist ein für alle Mal beenden. Gute Nachrichten, Eivor. Der Wanderkönig wird das Blatt für uns wenden. Warum setzt du deine Leute für uns aufs Spiel, König? Was gewinnst du dabei? Dieser Krieg zwischen Kjötvis Clan und dem euren brodelt schon lange an meiner Südgrenze. Ich will, dass er aufhört. Solange Kjötvi lebt, wird es keinen Frieden geben. Doch dein Vater und ich sind uns in vielem einig. Diese Blutfehde sitzt tief, König Harald. Deine Hilfe ist willkommen. Doch muss ich den Angriff führen. Ach so.
Ist das eine Frage der Ehre für euch? Ja. Vor vielen Wintern brach Kjötvi einen Schwur gegenüber unseren Vätern. Er brach den Frieden und tötete viele. Ich verstehe. Jarl Sigurd wird den Angriff gegen Kjötvi und seinen Clan führen. Gib ihm den Befehl über meine Schiffe und Krieger. Wenn du den Sieg in den Händen hältst, Sigurd, suche mich in Alrekstadia auf. Dann feiern wir gemeinsam. Unsere Leute versammeln sich in Flörli, nordöstlich von hier, nahe der Fjordmündung. Okay. Schließt du dich uns an? Einen Moment. Du führst unser Langschiff, Eivor. Wir treffen uns dort und bringen den Göttern Kjötvis Kopf dar. Bruder, auf diesen Tag warte ich seit vielen langen Jahren. Wenn Kjötvi vor uns steht, lass mir den Todesstoß. Er ist dein, Eivor. Das hast du verdient. Okay. Mit ihm weiß ich nicht, was er da halten soll. Eivor, hilf uns komisch. Hier mal. Harald ist freigebig mit seinen Kriegern. Mehr als ich es wäre. Ich durchschaue sein Spiel nicht. Entweder ist er jung und dumm oder trickreich und weise. Was auch sein Antrieb ist, ich habe ein gutes Gefühl, dass dieser Krieg bald endet. Okay. Schauen wir mal, ob wir den Kjötvi kriegen. Ein grausames Schicksal. Böses Erwachen. Abgeschlossen. Zwei Fertigkeitspunkte. Wo sind wir denn jetzt überhaupt? Okay, wir sind hier vorne. Okay, dann ich würde sagen, an der Stelle machen wir jetzt aber einen Cut. Und schauen natürlich in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Und ja, wenn ihr mich ein bisschen unterstützt in dem Projekt, würde ich mich auch sehr freuen. Und ansonsten würde ich sagen, ciao, ciao, reingehauen. Bis zur nächsten Folge. Euer Andi.